Ja, an der Adolf Hitler Gesamtschule läuft so das Gerücht rum, dass man da ganz leicht in so Kreise geraten kann. Kannst du nicht in Cutscenes reden? Bei mir ist da noch keine, wegen der Verzögerung, ja? Okay, also ich warte jetzt hier im Menü, bis du auch im Menü bist, ne? Hier, ne? Und dann. Und jetzt ist Cutscene, so. Ja, jetzt. So, jetzt ist Schluss. You're the one who likes to talk. Watch your back. You too. That's all I'm saying. Fuck you. Fuck you! Excuse me! Enough! Enough! Thank you! Okay, this is it. Well, we have two options. They're both a little, out there, but then again, what do you expect? Okay, option one. We hijack their armored cars. We take the crews hostage, and then we infiltrate the depository. And once you're in there and you've got the score, we send in a team of modded cars. You load up, you get out. We'll need to infiltrate the transportation grid and manipulate it to aid our escape. But option two, we cause a distraction out front. Make them think we're dumb. Well, we've never had a problem convincing people of that, have we? The other guys will be drilling, taking what they can. You're gonna be the distraction. Always the attention seeker. You know, for a guy who's always stepping on his friends to get ahead, he has an unfortunately low sense of self-worth. Okay, okay, let me show you the board. To recap, these are our options. We try to make them give us the gold, or we drill a big old hole in the side of the bank and we take it out. If you're drilling a big old hole, you'll need a big old drill, a tunnel bore machine. I'll locate it, but you have to steal it and store it near the bank. They're excavating a new part of the metro network around there, so that's where you'll go in. Da ruft mich meine Mutter an. Hi, ich werde nichts rausschneiden. Hi. Ja, nee, du störst gerade nicht, nein. Nee, alles gut, ja. Ich kann dann später, ja. Ja, ich komme dann später vorbei im Garten, ja. Ja, ich will ein Steak. Ciao. Mütter. Können wir jetzt weitermachen, oder? Ja, klar. Tu dir keinen Zwang an. Ja, klar. I'm forgetting something. Oh, that's it. We'll need a train to land the gold on and take it to the warehouse. You'll have to steal it. Hat deine Mutter auch ihre Tonspur aufgenommen gerade? Ja. If you're interested in the more subtle approach, dann macht das Gespräch auch irgendwie mehr Sinn. You've got to get some police stingers. Only cops are licensed to have them, so that's a headache of its own. What else? You'll need to get a hold of and mod. Dieser Kuh sieht ziemlich kompliziert aus. Wer hätte das gedacht? A couple of tons of gold. Whoa, man, a couple of tons. 4 tons in total. And that's what I can get the system to divert into the cage we're hitting. 4 Tonnen Gold, ja, warum auch nicht? Also auch 4 Tonnen Gold in deinem Keller eigentlich? Wollte ich gerade sagen. Ja. Nee, in meinem Keller nicht, aber die Adolf Hitler Gesamtschule bunkert da was. I've heard that before. Du musst wahrscheinlich noch zahlen, dass das Video online bleibt. Jetzt ruft Matze mich auch noch an. Er will, glaube ich, auch irgendwas sagen. Ja, so kann er doch. Okay, Matze, du bist auf laut. Willst du irgendwas sagen? Das war auch schon wieder genug. Dankeschön. Oh, der war gut. Third time working together. Why not? Mr. Abolaji. Was? Nein, ich will Abolage nicht. Kann er sich verpissen? Nö. Ja, das sehe ich. Du willst doch bestimmt Gustavo Mota, oder? Ja, natürlich. Den hast du schon. Ah, nee. Keine Ahnung. Ich habe sowieso nur 4 Leute zur Auswahl. Okay. Warum soll ich irgendwie wählen, groß? Das ist Schwachsinn. Also, wenn du ganz heavy bist, dann nimmst du halt immer die alles ziemlich scheiße haben, aber halt auch am wenigsten Geld verdanken. Und ziehst es dann einfach durch. Nein. Ich meine, so wie du da immer die Mission machst, ja, mit was für einem Skill, dann weiß ich nicht. Deswegen brauche ich doch die allerbesten. Ja, nee. Du bist ja so gut, dass du es auch, du könntest es eigentlich auch alleine machen. Achso, ja, jetzt verstehe ich das. Ja, das macht Sinn. Ja, kannst du mal bitte kurz irgendwie googeln, ob es da nicht so ein Hack gibt, dass man einfach die weglässt und das einfach alles alleine macht? Ja, kannst du mal kurz googeln, während du spielst? Ja, sicher. Ich dachte, du bist multitaskingfähig. Ja, ich muss kurz mal, weil ich muss mein Gehirn ins WLAN einloggen und dann kann ich... Warte, Google.
Doch nicht. Die AHGS, die Adolf Hitler Gesamtschule, hat zwei Fächer. Ja. Multitasking-Fähigkeit und wie man den Schalter im Konzentrationslager wird. Was? Da macht man nicht mal Witze drüber. Ist es jetzt witzig oder nicht? Ja. Nein. Weiß ich nicht. Du hast gesagt, es ist mega witzig. Ja, für mich, aber... Und es ist dein Let's Play und ich muss hier eh meine moralischen Gewissensdinger da... Deine moralistische, dein moralistisches Gewissen, ja. Was ist mein... Nee. Meine moralischen... Nee, mir fehlt das Wort gerade einfach scheiße. Mhm. Deine moralische Scheiße also, okay. Ich muss meine moralische Scheiße ja sowieso ablegen, bevor ich irgendwas mit dir aufnehme. Ja, klar. Damit ich überhaupt rein gewissens hier irgendwas machen kann. Das hat mich ein bisschen als Let's Play von meinem Bruder von Pro Evolution Soccer 5, wo ich immer dabei interessiert bin. Interessiert das jetzt irgendjemand? Ja, ich bin irgendjemand extra, gefragt, um extra was zu erzählen. Ich meine, ich schneide einfach dich raus an dieser Stelle jetzt und dann kannst du sagen, was du willst, ja? So. Also dann ist Let's Play, was ja bei ihm läuft. Wenn ich sagen kann, was ich will, würde ich einfach mal ganz anfangen hier zu erzählen, dass ich gestern einen wunderschönen Tag hatte. Hau die hammermäßigen Witze raus, unglaublich, ne? Ja, ich dachte, du wolltest weitererzählen. Jetzt hätten wir schon parallel. Ich habe Maze Runner geschaut. Ah ja. Guter Film. Maze Runner ist echt ein toller Film, wirklich, muss man sagen. Kann man mal empfehlen. Ich werde mir jetzt, denke ich mal, die nächsten Teile davon auch nochmal reinziehen. Also Maze Runner. Ach, übrigens steht's hier gerade, muss ich mal ganz kurz als Dortmund-Fan hier anmerken, 2-1 für Hoffenheim gegen Schalke. Ja. Schalke bisher 0 Punkte in der Saison, also echt stark gemacht. Ja, Jungs, weiter so. Okay, jetzt kannst du erzählen, dein Bruder, ja. Ich habe schon fertig erzählt. Du hast schon fertig erzählt. Ja, du hast einfach nicht zugehört. Das hat einfach niemand gehört, weil ich das wahrscheinlich übertönt habe. Ja, deswegen schneide ich dich ja raus. Du schneidest mich raus? Ja. Nein. Vielleicht blende ich deine Tonspur überhaupt nicht ein. Könnte ich auch machen. Das ist eine super Idee. Ist mir alle verwirren so. Das machen so, wir. So, featuring Nor Games. Und dann ist da aber einfach kein Nor Games. Ach, das ist übrigens Nor Games. Ja, hab dich gar nicht introduced, wie man auf Neudeutsch sagt. Bin davon ausgegangen, dich kennt sowieso jeder. Ja, 5 Millionen Abonnenten auf YouTube sollten jetzt eigentlich eine deutliche Sprache sprechen. Ja. Der Leiter von Suff Gaming, hätte das gedacht? Wow. Ja, was für Leiter, das nennt man Leader. Legende. Was für eine Leiter, Mann. Eine Leiter braucht man, um Gebäude hochzuklettern. Ja. Ist ja wieder gar Leiter, kein, ne? Sag ich doch. Ja, ich meine, warum sollte man Polizeiwagen auch abschließen, ne? Ja. Sehe ich den Sinn irgendwie auch nicht drin. Ja, und sonst so. Wetter. Ich bin gerade in der Aufladungsphase, ich muss mal wieder Witze ausdenken. Achso. Gutewitze.net, da nehme ich meine immer her. Das ist wie so ein. Okay. Gutewitze.net. Ja, gute Minuswitze, ne? Gutewitze.net. Also, was kommt da jetzt? Diese Seite ist nicht erreichbar. Ja, Minus. Gute Minuswitze. Aber ich kenne eine gute Seite, die heißt kampfgurke.de. Ja, da gibt's dumme Witze. Soll ich vielleicht einfach mal einen vorlesen? Schlimmer kann's sowieso nicht werden. Okay, treffen sich zwei Durchsichtige. Sagt der eine zum anderen. Ich hab dich durchschaut. Alter, los! Ich wusste gerade echt nicht, ob das Lachen gespielt ist oder nicht. Es war halb-halb. Es war halb lustig und halb. Okay, kommt Show. Ein Einarmiger in den Second-Hand-Shop. Richtig einen rausgehauen. Hast noch mehr? Ich meine, so kriegt man auch eine Folge vor. Was ist gelb und kann nicht schwimmen? Sag's mir. Ein Bagger. Ja, wusste ich. Und warum nicht? Weil er nur einen Arm hat. Okay. Aber den zweiten Teil kann ich noch nicht. Ich auch nicht. Aber jetzt kennen wir den beide. Ja. Wo muss ich hin? Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen, ne? Ich dachte, du hast es schon zweimal gesehen und du kennst dich total aus.
Ich hab's nicht gesehen. Sondern gespielt natürlich. Ne? Ja, und kennst dich jetzt so richtig auch. Aber ich würde einfach mal stark vermuten, dass du zu einem der markierten Punkte auf der Karte musst, wo die Storyline weitergeht. Ja, aber es gibt ja keinen. Ist nur so eine Vermutung. Ja, da musst du halt warten. Auf einen Anruf. Ja, es gibt sehr viele Fragezeichen. Ja, die was Fragezeichen. Ich nicht machen, was anderes als die Hauptstory. Bocken. Genau. Machst du eigentlich nach dem Haupt-Let's Play noch die ganzen Nebenmissionen? Nein. Alles klar, es interessiert doch eh keinen. Ja, deswegen ja nicht. Aber oh, warte hier. Ui, oh, oh. Sehr gut. Mein Let's Play, jetzt ist doch eh Wahnsinn, dann. 180 Punkte. Weißt du, ich könnte hier eigentlich auch Sachen sagen jetzt. Mhm. Die eigentlich, ich meine, es ist zwar öffentlich, aber es guckt sich eh keiner an. Mhm, ja. Ne? Also ich meine jetzt, in dem Moment, sind es bestimmt auch keiner gerade an seinem Handy oder an seinem Smartphone, was eigentlich dasselbe ist, an seinem Computer, an seinem Tablet, an seiner Kloschüssel mit Internetfunktion und guckt sich das an und da könnte ich eigentlich auch Dinge sagen, die der Öffentlichkeit gar nicht zugänglich sein sollten. Machst du die ganze Zeit doch schon. Das eh keiner sehen wird. Herr Adolf Hitler Gesamtschule oder was? Zum Beispiel. Ich meine, hätte ich sowas gesagt, wenn ich wüsste, dass es Leute gucken? Nein. Ja. Eigentlich schon. Gut, eigentlich schon, ja. Adolf Hitler Gesamtschule, da möchte hat sich denn das wieder ausgedacht? Ja, ich weiß auch nicht. Ich möchte hinweisen auf eine tolle Mitwirkung bei Suff Gaming, die ich hatte. Dieses Video, Wahnsinn, müsst ihr euch angucken. Absolut lustig. Werde ich jetzt auch ich genau dachte, hier. Kommt sowas nicht wie, ja, zumindest die ersten 2 Sekunden oder die ersten 10 Sekunden. Wahnsinn, würde ich nicht sagen. Ich gebe immer nur ernsthafte Props. Link in der Beschreibung, Leute. Eigentlich bei jeder Folge, wo ich jetzt hier mitspreche, Link in der Beschreibung. Ja. Ja. Genau das. Werden Jimmy übrigens nicht helfen. Weil er ist schwul und sowas akzeptiere ich persönlich nicht. Wer ist schwul? Jimmy. Jimmy. Ja. Ja, kam mir immer so vor, dass ich weiß nicht. Ach, er ist. Okay, warte, es gibt doch wohl stimmt. Google, ist Jimmy aus GTA schwul? Hm? Das ist ja jetzt komisch. Aha. Ich hab irgendwie. Da kein Google mehr hier. Hier ist einfach nur fett, ja. Achso. Nee, hier aber. James DeSanta ist ein zur Handlungszeit des Spiels 20 Jahre alter Charakter. Bla bla bla. Mhm. Steht da irgendwas von schwul? Nein. Das sind Sachen, die weiß nur ein Vater, so wie ich. Du bist Vater? Ja. Tokaloni 1 Vater geworden, da frage ich mich aber auch ganz ehrlich, wenn dein Vater Tokaloni 2 ist und du bist Tokaloni 1, was wird denn dann dein Sohn? Ja, das ist Tokaloni eigentlich 0, ganz, oder was? Ganz simpel, ja genau. Das ist doch ein richtig guter Name. Und dann kommt irgendwann Tokaloni minus 1. Mhm, richtig. Ja. Das guckt sich dann eh keiner mehr an. Ich meine, das ist ja jetzt schon scheiße. Oh. Ich würde auch gerne irgendwas machen, aber kann ja nicht. Ja. Aus dem Auto aussteigen und ich warten. Genau, wir warten. Wir stehen also pass auf. Mitten auf die Fahrbahn und warten einfach. Ich habe übrigens neulich so einen Witz, sag ich mal, gesagt bekommen von meiner alten Deutschlehrerin. Ja. In dem Bus sind 10 Fahrgäste. Mhm. Und 11 steigen aus. Ja. Dann würde ja wahrscheinlich irgendwie der normale Mensch sagen, dass der Busfahrer mit ausgestiegen ist. Mhm. Der Biologe würde dann sagen, dass sie sich vermehrt haben. Mhm. Und der Mathematiker würde sagen, wenn jetzt noch einer in den Bus einsteigt, ist er wieder leer. Bus leer. Ja. Guter Witz, in 2013 war der. Und war ein guter Witz. Echt, ja, gut, okay. Dann ist meine Deutschlehrerin halt jetzt ein bisschen 2013. Nee, aber ich fand den gut. Ich hab ihn jetzt halt nur scheiße erzählt, weil ich den. Als ich ihn das erste Mal gehört hab, fand ich ihn auch gut. Den hast du gerade zum ersten Mal gehört. Ach so, das ist mir neu. Ist gut zu wissen. Ist dir das neu, ja? Ganz schön viel am Explodieren hier gerade. Was ist denn los eigentlich? Es kommt davon, wenn mir keine Mission gibt! Brauchst du vielleicht noch ein bisschen aggressive Musik im Hintergrund oder so? Ja! Packen Sie das Geld in den Sack! Ah ne, den bringe ich dann beim Überfall von der Bank. Ist besser. Ja.
Vielleicht irgendwas anderes. Weiß ich nicht. Instant-Button einfach mal durchgehen. Ich gehe einfach mal auf Zufall, okay? Klar. Das kommt jetzt. Nein, doch. Nein, doch. Oh. Es war jetzt gerade sterben müssen. Es war uns gerade einfach unfreiwillig sterben müssen. Es war perfekt, ja. Du bist gerade gestorben. Ja. 10 Sekunden nach. Ich habe mich in die Luft gesprungen. Hat das so zeitlich gepasst? Ja, perfekt. Bin ich gut oder bin ich gut? War es eine rhetorische Frage, oder? Natürlich war es eine rhetorische Frage. Achso, also nein. Er ist gerade Gummiberg hinter. Übrigens von dem 2 Dachgummi. Product Placement. Mhm. Jetzt kann ich mir meine Pizza noch leisten. Wieder 81 Pizzen. Ja. 81 mal 5, 40. 40 Euro kann ich sehen, ja. Guckst du eigentlich irgendwie Bundesliga? Verfolgst du das irgendwie? Ich verfolge dich gleich. Halt doch einfach dein Maul. Ja, wenn du solche Fragen fragst, was willst du von mir? Ob du einfach die Bundesliga, ob dich das interessiert? Ja, tu das. Jetzt. Okay, hast du einen Lieblingsverein? Nein. Wirklich nicht? Doch, Bayern. Ohne Scheiß jetzt. Nee, mit Scheiß. Ich bin dann auch raus aus dem Let's Play. War auch ein Riesengeheimnis. Kannst du mich weiter kommentieren? Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, also mein... Dass Bayern scheiße ist? Ja, ist mir aufgefallen. Mein Name, also Tuccaloni, ja? Kommt von... Ja, besteht Luca, aus 8 Buchstaben. Luca Toni. Bayern München hat auch 8 Stimme Buchstaben. Stimme bei Bayern. Illuminaten. Hätte man sich ableiten können, dass ich irgendwas mit Bayern zu tun habe. Dass ich das auch schon 2009 mal gut fand. Was ist mit ableiten? Ich habe es leider nicht zugehört, weil ich da irgendwie leider dazwischen geredet habe. Ja. Natürlich kennst du dich mit ableiten nicht aus. Wie lief dein Mathe-Abi nochmal? Gut. Ah ja, das ist schön zu hören. Also, ich finde 3 Punkte ist super. Ja, besser als 0, ne? Ja, eben. Also, ableiten kann ich. Ja. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ja, nee, ich glaube, x hoch 2 waren, ja, ich kann aufleiten, kann ich gerade aus dem Stehgreif hier. X hoch 2 waren irgendwie 3x hoch, nee, 2x hoch 1. Oder? War die Ableitung davon, ja? Ach, nee, das war die Aufleitung. Das, halt dein Maul, scheiß Mathematik, wer braucht das denn überhaupt? Ja, weiß ich nicht. Aber ganz lustig jetzt. Leute, ganz ehrlich, wenn ihr auch findet, dass Mathematik unnötig ist, lasst doch einfach mal einen Daumen hoch da. Guck. So kriegt man die Daumen hoch wieder klar, damit du deine Pizza kaufen kannst. Ja, wie viele waren es nochmal? 80. Ach, 80, ja genau. Die für 40 Euro, ich erinnere mich. Ja, genau. Ja. Habe ich irgendwas übersehen? Ja. Ach so. Dein Witz? Aha. Oh, warte. Na, den kann man nicht übersehen. Pass auf, ich muss vielleicht diese E-Mail jetzt tatsächlich mal lesen. Kann man auch nicht übersehen. Für die 4 Musclecast nehmen wir... Okay. Mann, du wirkst gerade richtig unmotiviert. Ne? Ich bin nicht unmotiviert. Du musst mal ein bisschen Lebensfreude zeigen. Lebensfreude, ja. Lebensfreude. Na, 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 na. Super. Das ist übrigens, ohne Scheiß, der Klingelton meiner Mutter ist dieses Star Wars Ding. Das ist kein Witz jetzt. Das habe ich gehört, ja. Wo ist denn Pillbox Hill bitte? Naja, bei dem Hügel. Vorbereitung ist alles. Warum ist denn dein Let's Plays dann trotzdem so scheiße? Gute Frage. Warte, okay, wo ist denn das? Vierspurige Straße? Weißt du, was eine vierspurige Straße ausmacht? Kreuzen. Vier Spuren. Vier Spuren. Ich war sogar schneller. Hatten wir schon mal? Sind meine Witze irgendwie alt? Das habe ich 2 Sekunden vor dir gesagt, aber du hörst nicht zu. Ich höre ja auch nicht zu. Das ist so eine Art, ich weiß nicht, so eine Art, wie nennt man das? So ein Markenzeichen von mir, nicht zuzuhören. Ja. Wer braucht denn auch zuhören? Voll unnötig. Einfach immer weiter labern.
Ist das bringt auch an der Adolf-Hitler-Gesamtschule, wenn man dann einfach zu den wenigen gehört, die Deutsch haben noch, einfach mal immer weiter labern. Ja. 15 Punkte im Abi. Macht Sinn. Aber an der Adolf-Hitler-Gesamtschule hat sowieso jeder 15 Punkte. Und es traut sich ja auch keiner, was dagegen zu sagen oder es irgendwie anzuzweifeln. Ja, macht Sinn. Und dann kommt nämlich Goebbels. Die rechte Hand, die halt immer oben ist, von A. Ja. Hitler. Ja. Und macht hier mal die Angela Merkel vollkommen kaputt und ihre scheiß Bildungsministerien. Oder fällt mir ein, es gibt doch dieses eine schöne Buch. Das Er ist wieder da. Ja. Schon mal gelesen? Nö. So siehst du auch aus. Danke. Also damals haben wir aufgenommen und ich habe immer gesagt, so siehst du auch aus und keiner wusste, wie du aussiehst, weil du ja keine Real-Life-Videos gemacht hast. Ja. Jetzt hast du ja welche gemacht, jetzt wissen die Leute auch, wie du aussiehst. Ja. Ja, jetzt kann man natürlich auch mit Fug und Recht behaupten, du siehst aus wie jemand, der dieses Buch nicht gelesen hat. Genau, ja. Würdest du es nämlich gelesen haben, hättest du jetzt auch diesen coolen Bart. Mhm, klar. Der ist mir danach erst auch mal gewachsen. Ich danke Stau, dass dieses Taxi stehen geblieben ist. Du hast du gerade im Stau gedankt, ey. Der Stau ist doch ja, richtig scheiße. Also ich übrigens, eine ganz lustige Story, einfach mal hier so als Randanmerkung. Jetzt Freund und ich, also Matthäus und ich, ja, wir wollten neulich einfach mal spontan Fred besuchen fahren. Und dann schreibt er mir auch so ganz spontan, ohne dass ich irgendwie nachgefragt hätte, also wirklich nicht, dass er jetzt umzieht, genau an dem Wochenende, wo wir hin wollten. Ja. Und ich dachte mir so, nee, wirklich jetzt, genau dieses Wochenende. Ist es eigentlich dein Ernst? Warum denn nicht eins später? Nee, ist mein Detlef. Dein Detlef? Ja. Okay. Nicht mein Ernst, sondern... Mein Detlef. Detlef. Da sagt man doch Jürgen und nicht Detlef. Kenn ich mit Detlef. Was ist eigentlich dieses Auto, das ich klauen soll? Was, Auto? Ich würde es dir erklären, aber du hörst sowieso nicht zu. Na, erklär es mir, ich höre jetzt zu. Ich konzentriere mich mal darauf zuzuhören. Ja, komm, mach einfach. Jetzt Auto klauen. Jetzt. Auto. Das ist die Erklärung. Ja. Okay, was machst du jetzt nochmal? Ich habe nicht zugehört. Jetzt hab ich auch vergessen. War der gut! Oh, scheiße! Steht einfach mal bitte alle von euren Stühlen, Betten oder Toilettenschüsseln auf. Und ey, das ist übrigens eine geile Sache, gell? Let's Plays von dir auf der Toilette schauen. Zugehört. Ach so. Ja. Ist das gleiche Auto? Du siehst ja sowieso nicht auf 63p, aber ich sehe es auch nicht. Ist nicht das gleiche Auto. Das ist nicht das gleiche Auto, das ist absolut nicht. Das ist ja auch kein Muscle Car. Ja, was weiß ich denn? Glaube ich ein Coupé. Als ob ich Ahnung hätte, was für ein scheiß Auto die ja wollen. Drück mal auf deinem Steuerkreuz einfach mal kurz nach unten, dann siehst du, was das für ein scheiß Auto ist. 10 Sekunden Verzögerung. Ich sag dir, dann siehst du's. Sag mal, es ist doch wohl irgendwie auf dem Bild zu erkennen, dass dieses scheiß Auto ganz oben steht. Was machst du dann im dritten Stock und wunderst dich, dass du das Auto nicht findest? Das war nur ein Bild davon, wie es generell so aussieht. Nein. Ach so. Ja, das macht Sinn irgendwie. Gut, dass ich dich dabei hab. Mensch, du Experte. Ja, ich wollte gerade sagen, das wärst du wieder ohne mich, ne? Ja. Hättest wieder eine Folge lang rumballern gehen, weil nichts funktioniert. Aber ich habe ein gutes Auto bekommen. Aber sowas rausschneiden? Nee. Lass mal die witzigen Stellen rausschneiden, ne? Ja. Weil du einfach die Mission nicht hinbekommen hast. Deine Zuschauer sind das gewohnt, aber was für Zuschauer? Hättest du Zuschauer, wären sie es gewohnt. Schau mal, das ist doch ein Auto. Echt? Ja. In Grand Theft Auto gibt's Autos. Das ist eine neue Erkenntnis, hat man jetzt rausgefunden. Sag mal nicht! Ja, dann sag ich's nicht. Gut. Ich hätte lieben gern diese Pisswater-Rampe benutzt, aber... mein explodiert das Auto und ich darf nochmal machen. Okay. Und wir brauchen mehr Musik. Musik? Oh Gott, nein. Bitte hör mir auf mit Musik. Weißt du eigentlich, wie viele Zuschauer der Livestream gerade hat? Ein?
Richtig! Wer hätte das denn gedacht? Vom Account, wo ich nur für Let's Play Gäste streame, ein Zuschauer. Ganz, ganz, ganz komisch. Ja. Sie haben erfolgreich gar nichts gewonnen! Deine Lebensstory oder was? Als Maul, Marcel.